Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Hohenfelden am See. Ich wünsche mir von dir ein kleines bisschen Erwärmung. Das heißt also, wir wollen mal das Bein anheben, nach außen, tipp wieder rein. Und guck mal, wenn du das Bein anhebst, ob du den Impuls nach innen einmal geben kannst. Also erst hoch, nach innen und dann nach außen weg und denselben Weg zurück. Okay, soll reichen. Morgen, Marlene. Und was ich jetzt toll finde, ist, wenn du jetzt in die tiefe Hocke kommst und einfach nur zur Erwärmung die hinteren Oberschenkel, deine Fingerspitzen sind am Boden und du drückst dich nur hoch. Den Hintern schön tief. Und ausruhen. Moin Marion, moin Theresia. Und jetzt drehst du dich wieder so ein bisschen ein oder aus, je nachdem. Jetzt lässt du den Kopf stehen und drehst dich ein. Moin Birgit. Lass mal den Kopf stehen. Genau, der bleibt jetzt in einer Richtung und wir drehen nur den Rest. Okay. Wir nehmen den Nacken dazu. Das heißt, du drehst dich nur über hinten von rechts nach links. Und nimm dir Zeit dafür, ne? Mach den wirklich auf, den Nacken, dass da wirklich die Energie wieder fließen kann. Ganz sanft. Okay. Lösen. Dann holst du dir noch einmal die Handgelenke, die werden wir heute auch noch ein bisschen brauchen, dass du die kurz einrotierst, ausrotierst, mobilisierst. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten, mit dem ersten. Wir machen heute ein Superset, das heißt, wir machen zwei Übungen hintereinander, ohne nennenswerte Pause. Und wir fangen an mit der ersten Übung. Das sind ganz leichte Stepbacks, Touchdown, Pike Squat, kennst du schon? Ute, du machst anstelle der, du machst die Romanian Deadlifts. Die macht Ute. Und wir machen Folgendes: Wir machen einen Ausfallschritt nach hinten, berühren aber immer mit der flachen Hand den Boden, eins, zwei, und dann kommst du mit beiden Beinen tief und drückst dich eins, zwei hoch. Okay? Also, Touchdown, Touchdown, eins,
zwei. Wichtig ist mir hier die flache Hand. Ja? Beim Ausfallschritt ist die flache Hand wichtig. Und wenn du den Po hochdrückst, auch die flache Hand. Okay? Sauber, Sabine, komm mit dem Po schön tief, genau, bei den Pike Squats. Sauber. Zwei und zwei, ja. Und was ich auch ganz toll mag, ist, dass du nach jeder Wiederholung dich immer wieder ausrichtest. Das heißt also, du machst einen Ausfallschritt nach hinten und richtest dich auf. Bleibst nicht krumpelig, sondern richtest dich auf, ja. Andere Seite. Aufrichten. Und aus, aus, aus. Und die zweite Übung sind Deep Squat Jumps. Wir wollen nur 8 Sprünge machen von ganz unten nach ganz oben. Und Ute, du machst auf deiner Truhe Push-Up-Claps. Das heißt, du drückst dich von der Truhe ab und klatscht einmal kurz. Okay? Der Rest macht Folgendes. Wir gehen einmal ganz tief und einmal ganz hoch. Nur 8 Stück. Tief atmen. Ute, beim nächsten Mal stellst du dich ein kleines bisschen weiter weg, dass der Winkel ein bisschen flacher wird. Aber auf der Truhe bleiben, ja? Okay. Wieder alles locker machen. Guck mal, schön ist, ob du mal die Hüfte, ob du die mal so ein bisschen, als wenn du deine Füße in den Boden drehen willst. Ja? Wir wollen die wirklich mal ein bisschen frei machen. So dass der Apparat da so ein bisschen benutzt wird, okay? Runde Nummer 2. Oh, Evelyn, mit Hilfe, wie cool. Ausfallschritt, Touchdown und 2 Pike Squats, okay? Let's go. Versuch den Mund zuzulassen. Aus. Und wir wollen 6-mal springen. Von ganz unten nach ganz oben, let's go. Nur 6-mal und entspannen. Moin. Lass den Mund zu.
Moin Elia. Hallo. Okay, Runde Nummer 3. Step back, Touchdown und Pike Squats. Ganz in Ruhe, let's go. Und noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Und wir steigern wieder hoch auf 8 Sprünge. Let's go. Zeit für Wasser auf jeden Fall. Mal die Arme zur Seite. Machen so eine Aktivierung der Schulter erstmal. Eine Hand kippt hoch, eine kippt runter, streichelt sich selbst und dann gehst du zur Seite. Du weißt, was mir wichtig ist, den Po spannst du an zu 42% und der Kopf guckt eher nach oben als nach unten. Und stell dir vor, wenn du das machst, dass du wirklich Weite denkst, dass die Schulter weit wird, ja? Weite. Okay. Sabine schreibt gerade im Chat, ob wir die Übung noch einmal machen können. Okay. Okay, Ausfallschritte nach hinten, Touchdown und nochmal 6 Sprünge. Let's go.
dass wir unsere Brötchen niemals so holen werden. Und 6 Sprünge. Guck mal, ob du dich so abstützen kannst auf deinen Knien. Und guck mal, ob du hier deinen Po aktiviert kriegst, deinen unteren Rücken. Yes. Ausruhen, genau. Wieder alles fließen lassen. Die zweite Übung ist auch ein Klassiker bei uns. Das ist der Frontfall Push-Up Frogger. Ganz klassisch. Was will ich von dir? Siehst du jetzt, zeig dir. Das heißt, du kommst von ganz oben. Gestreckte Beine. Einmal in den Plank. Kommst auf deine Knie, machst einen Push-Up und springst einmal nach vorne und dann läufst du zurück. Mit erhobenen Händen, okay? Let's go. So, Christoph, Elia machen natürlich 2 Push-Ups ohne Knie. Und wer sich noch berufen fühlt, let's go, let's go. Front Four Push-Up Frogger. Mega. Ja. Und laufen. Super. Er streckt die Arme und hoch. Colin auch 2 Push-Ups. Florian 2 Push-Ups. Genau. Komm, Birgit, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Front Four Push-Up. Auf den Knien und dann einen Frogger. Machst du super. Und aus. Und als nächste Übung wollten wir Front Lunges machen. Und jetzt guck mal her, jetzt machen wir das so ein bisschen anders. Das heißt, du machst einen Ausfallschritt nach vorne. Rechtes Bein, kommt die linke Hand zum Boden und du richtest dich einmal auf und guck mal, ob du hier den Arm noch einmal aufdrehen kannst. Immer die gegenüberliegende Seite berührt den Boden und dann drehst du dich auf und guckst, ob du einmal drehen kannst, okay? Genau, das vordere Knie kannst du so ein bisschen nach außen schieben, wenn du das machst. Vordere Knie schiebst du ein bisschen nach außen. Oh,
Gut, du beugst die Knie nicht so sehr, ne? Du lässt sie ruhig lang. Und die letzten Sekunden laufen. Komm, noch ein kleines bisschen. Mega. Und ausruhen. So, holen Sie gerne die Handflächen mal wiederholen, die Handgelenke holen. Dann holen wir uns einmal die hinteren Oberschenkel. Das heißt, du fährst an dein Bein, stellst dich hüftbreit auf, fährst runter bis zu deinen Sprunggelenken oder du trittst auf deine Finger und drückst mal ein Bein im Wechsel durch. Wenn du an den Sprunggelenken bist, halt dich mal fest daran, dass du wirklich dran ziehst und dann drückst du ein Bein im Wechsel durch. Ja? Wir wollen es aktiv öffnen. Sauber, Evelyn, klasse. Schön langsam, genau. Und ausruhen. Langsam hochkommen. Und wir beginnen gleich mit Runde Nummer 2, Front Four Push-Up Frogger. In deinem Tempo. Easy, altes Haus, okay? Let's go. Wenn du hier im Frogger bist, ne, guck mal, ob du die Knie noch auseinanderdrücken kannst, dass du die Hüfte wirklich einmal so aufgekitzelt kriegst. Genau. Und den einen machst du noch zu Ende. Den einen machst du noch zu Ende. Und jetzt machen wir den Front Lunge. Und jetzt kommt die gleiche Hand zum Boden. Das heißt, wenn du mit rechts den Ausfallschritt machst, kommt die rechte Hand zum Boden. Und jetzt drehst du dich hier so lang auf, okay? Und dann abstoßen. Denise. Innen, also dein linker Fuß ist vorne, genau, innen. Und jetzt das Knie nach außen schieben. Knie nach außen, genau.
Und aus. Komm mal einmal in die tiefe Hocke. Beide Arme sind vorne. Noch 6 Wiederholungen, 6-mal den Arm kreisen. Schau der Hand hinterher, Sabine, dass du den Nacken mitnimmst. Sauber. Sehr schön, Evelyn. Klasse. Almut, großartig. Schöne große Bögen ziehen, genau. Katja auch, schöne saubere, tiefe Hocke. Genau. Und du holst dir alles zurück, schiebst wieder alles dahin, wo es hingehört. Alles so ein bisschen. Und einmal haben wir sie noch. Front Fall, es sei denn. Voilà. Sabine kommt wieder auf dumme Gedanken. Front Fall, Push-Up, Frogger. Okay? In deinem Tempo. In deiner Intensität, let's go. Und einen letzten machen wir zusammen. Einen letzten. Und Ausfallschritte. Touchdown. Diesmal berühren wir mit beiden Händen. Also nach vorne, beide Hände und dann gehst du einmal nach oben. Touchdown. Länge. Zurück. Touchdown. Länge. Zurück. Genau, also nicht hoch, Länge. Also willst nach schräg oben, so nach vorne, wie so eine Rakete, die du bist. Ja? Touchdown und yes. Länge, wie Superwoman. Kurz bevor sie losfliegt, war die auch bei mir im Coaching. Touchdown und in Länge. Länge, sau gut. Also beide Hände flach am Boden zu kommen, ja? Beide Hände kommen flach an den Boden, neben deinem Fuß. Und noch 12 Sekunden. Zwei. Eins und aus. Und hier wieder, ne? Hol dir zurück, was dir hört.
So, sind wir schon fast fertig. Wir machen noch ein Übungspärchen und dann sind wir durch. Und zwar machen wir jetzt den One-Arm Burpee. Da ist der Blick von dir. Der klingt gefährlicher, als er ist. Du startest lang, berührst deine Schulter, kommst runter, springst einmal nach hinten, springst wieder nach vorne, mehr nicht. Okay? Let's go. Du darfst auch zwei Arme verwenden, ne? Ist das? Nee, brauchst du nicht, weil wenn du jetzt hier bist und dich nicht springen traust, läufst du halt. Ja? Oder so. Okay, let's go. Und wieder nach vorne. Genau. Und du brauchst dich nicht. Lieber in die Hocke. Ein Arm steht, genau. Einmal nach hinten, nach vorne aufstehen. Aus. Ausruhen. Und zum Abschluss dieses Übungspärchens machen wir Mountain Walker Down Dog. Was will ich von dir? Einmal tief, einmal nach hinten, einmal tief, einmal nach hinten. Let's go. Und wer es fühlt, kann auch zwischendurch einen Push-up machen. Das heißt, wenn du das zweite Bein gemacht hast, nach hinten gebracht hast, kommst du auf die Knie, drückst dich einmal, dann drückst du dich aber auch in den Down Dog. Genau, Florian, schieb dein Knie schön zur Seite, komm in die Hüfte, tief runter im Po, dass du die wirklich aufkriegst. Und dann das Bein nach hinten rausdrücken aus den Schultern, perfekt. Birgit, super schön. Nimm dir Zeit, richtig. Und ausruhen. Zeit für Wasser. Das Wasser lässt du auch bereit, weil wir machen jetzt die zweite Runde Burpees mit Wasser im Mund.
Und runter damit, ausruhen. Mountain Walkers. Jetzt kommst du einmal tief und dann machst du dich lang. Das heißt, schau her. Einmal ein Bein nach vorne tief, lang ausstrecken und zurück. Einmal tief, lang ausstrecken und zurück. Let's go. Letzten 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Atme tief in den unteren Rücken und am liebsten durch die Nase. Und ausruhen. Ein süffisantes Lächeln legt sich in dein Gesicht. Ein süffisantes Lächeln. Yes, Birgit. Ein allwissendes Lächeln. Okay. Wir holen uns nochmal den Nacken. Das heißt also, ich wünsche mir von dir, dass du jetzt mal deine Hände hinter den Kopf legst. Die Ellbogen sollten nach vorne zeigen, also nicht zur Seite, sondern die Ellbogen zeigen nach vorne. Und mit Gegendruck kommst du jetzt von ganz nach unten, nach ganz nach hinten. Okay, Hände weg. Und jetzt ohne Gegendruck, ohne Hände, nochmal Full Range of Motion. Ganz nach hinten, nach ganz vorne. Und jetzt den Kopf nochmal kippen, das heißt, du kippst ihn mal ganz nach links. Ganz vorsichtig, ja? Kippst ihn ganz nach rechts. Und jetzt rollst du über hinten. Okay, langsam lösen und du holst deine Schultern zurück. Guck mal, ob die jetzt gerade fest waren. Locker machen. Okay. Wenn Sabine keine anderen Pläne hat mit uns heute, kommt jetzt die letzte Runde One-Arm Burpees. Und danach machen wir Mountain Walkers Down Dog. Denise kann es kaum erwarten. Let's go.
Und aus. Mountain Walker, Down Dog. Let's go. Einmal tief, einmal lang und einmal weit zurück. Und ausruhen. Einfach ausruhen. Dazu setzt du dich einmal auf den Boden. Einmal auf den Boden setzen. Deine Füße hebst du einmal an. Deine Arme kommen einmal hoch. Und jetzt berührst du den Boden einmal links mit beiden flachen Händen. Flache Hände. Dann gehst du hier hoch und kommst auf die andere Seite. Und aus. Jetzt stellst du dich einmal ganz breitbeinig auf, ziehst mal die Knie auseinander. Guck mal, ob du die Hüfte jetzt nach vorne und nach hinten kippen kannst. Deinen Beckenboden anspannen, dass du den Becken nach vorne und hinten kippst, obwohl du die Beine ganz weit auseinander hast. Ja? Also stellst dich so auf, hältst dich an den Knien fest. Und es sind Mikrobewegungen, aber die tun unglaublich gut für dein System da unten. Okay, jetzt kommen die Fingerspitzen zum Boden. Und jetzt läufst du mal hier von rechts nach links. Schön tief kommen, genau. Bring eine Entspannung rein und einen kleinen Zug. Völlig okay, genau so. Klasse, Birgit, Marlene. Tief, sehr schön. Marion, klasse. Okay, lösen. Und als allerletztes zum Abschluss nehmen wir nochmal unseren Kopf in die Hand. Das heißt also, rechte Hand umfasst dein linkes Ohr. Du ziehst deinen Kopf eher nach hinten als nach vorne. Deine freie Handfläche zeigt zum Boden. Der Po ist fest. Jetzt baust du Druck auf. Und dann zeichne deine Nasenspitze Kreise.
In beide Richtungen. Und lösen. Und guck mal, ob du bei der anderen Seite ein leichtes Lächeln auf deine Lippen legen kannst. Das hilft dem Körper wirklich zu entspannen und da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das schickt dir nämlich Endorphine los und glaubt, alles sei in Ordnung. Sweet Spot finden, Po ist fest, Handfläche zeigt zum Boden. Runterziehen und dann. Und lösen. Und wir atmen zweimal ein. Und beim Ausatmen Mund auf, Kopf nach hinten, Zunge ganz, ganz, ganz weit raus, okay? Nochmal. Und lass mal die Augen zu, mach den Kopf ganz gerade, entspann dich. Mach alles locker. Die Schultern sind ganz, ganz entspannt. Die Füßchen sind entspannt. Du bist einfach mega entspannt gerade. Und die Energie fließt wieder ganz, ganz frei von deinen Füßen hoch zu deinem Kopf und im Zweifel zurück. Spür mal nach, was gerade so kommt. Vielleicht spürst du noch ein bisschen deine Oberschenkel, deine Herzrate oder einfach den Schweiß, der von deiner Stirn tropft. Alles okay. So darf es sein. Bring ganz viel Ruhe in dein System. Ganz viel Dankbarkeit, dass du heute Morgen hier erschienen bist und für dich was getan hast. Total gut. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir ein wundervolles Wochenende zu wünschen. Schönen Samstag. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, Birgit. Marlene, mach's gut. Tschüss, Marion. Theresia. Ciao. Tschüss, Basti. Bettina, tschüss, Florian, tschüss, Florian. Tschüss, Wantje, Elia, tschüss, ihr beiden. Simoni, mach's gut. Katja, alles Liebe, schönes Wochenende. Sabine, mach's gut. Evelyn, tschüss. Anita und Christoph, au revoir. Tschüssi, ciao.